Herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play für Far Cry 4 auf der PlayStation 4. Oh, da haben wir auch schon ein Gefecht. Na. Ja, komm mal her, kriegst einen Headshot. Ja, zünd hier alles an. So. Diese ganzen Karma-Gedöns. Ganz schlimm ist auch, wenn die immer mit ihren Molotow-Cocktails kommen. Dafür finde ich es aber ganz cool, dass man auch die Körper dann durchsuchen kann. Ein bisschen Geld einsammeln. Man sieht, habe ich nicht so viel. Hat einen einfachen Grund. Ich war ein bisschen shoppen. Oder sind Schweine. Ich persönlich bin ja eigentlich so ein richtiger Tierfreund. Aber ist natürlich blöd, wenn man dann im Spiel. Das ist jetzt auch ganz cool, wie die sich hier versuchen zu retten. Hier war doch noch irgendwo ein zweites Vieh. Das ist wahrscheinlich entkommen. Ne, habe ich schon erledigt. Ich bin gerade auf dem Radar. Das ist ganz cool. Sagen wir mal, die Schweinehaut an, die können wir nämlich gleich noch verkaufen und den Köder benutzen, um wilde Tiere zu fangen. So macht Far Cry einen sehr coolen Eindruck. Sehr geile Grafik. Die Animationen sind geil. So, komm, steig doch ein. So. Kann ziemlich viel machen. Das ist eine riesige Map. Kann ich eigentlich mal eben zeigen. Und zwar, wie man sieht, habe ich hier schon alles freigeschaltet. Aber es geht natürlich hier, wo es so diese gräulichen sind, da geht es weiter. Das Weiße ist leider nicht erreichbar. Wo bin ich gerade? Da bin ich. Wir könnten einfach mal. Nee, ich hätte jetzt keine Lust auf ein Dings. Hier gucken wir mal, dass ich einen Glockenturm freischalten kann. Kann ich mal gleich mal die Landschaft hier so ein bisschen zeigen. Ich habe gerade leider gerade auf den Ziel gefahren. 1300 Meter sind es noch, die ich. Luftlinie, das muss man beachten. Also hier wird immer von Luftlinie geredet. Karma. Soll ich überfahren? Überfahren wir einfach mal. Ziehen wir voll durch. Sex macht Spaß, das sind alle, du scheiß Propaganda-Lügner. Okay. Schön zu wissen, ich habe Karma-Punkte erhalten. Wir ziehen mit unserem kleinen Ding hier durch Kyrat weiter. Okay. Das ist gut, dass ich jetzt hier bin. Komm, hier stehen da zwei von diesen Gyrokoptern. Die machen nämlich richtig Spaß zu fliegen. Da seht ihr jetzt auch mal, wie riesig diese Map ist. Das ist unfassbar. Auch sehr geil gemacht, so die Landschaft und sieht alles sehr cool aus mit dem Nebel, der dann morgens und abends dann auch dann unterwegs ist. So hoch kann man mit diesem Gyrokopter nicht, sonst geht er nämlich aus. Passiert nämlich das, was jetzt passiert, der geht nämlich einfach aus und bleibt stehen, aber der startet neu. Also da passiert nichts. Ja, alles sehr cool gemacht aus. Ich bin ein riesen Fan von Far Cry. Die ersten drei Teile auch gezockt. Super. Für mich eines der coolsten Shooter-Spiele. Macht mega Spaß. Sollte sich jeder zulegen, wieder mal spielen. Mal gucken. Mir wurde nämlich letztens der Durchgang hier verwehrt. Ob ich denn jetzt einfach mal hier durchkommen kann. Und in der Kampagnenmission um. Ja, ich muss mehr Kampagnenmissionen spielen, um den Nordführer dann zu erreichen. Und diese Adler, ne, das sind auch Drecksviecher. So, was kann man denn sonst noch machen? Ich wollte doch gar nicht da, ich wollte einfach hier durch, aber egal. Ein Außenposten. Übernehmen wir einen Außenposten. Hier ist auch ein paar Meter ein bisschen weg. Das erreichen wir eigentlich ziemlich schnell mit so einem Gyrokopter. Empfehle ich immer zu nehmen, falls man irgendwie eine längere Strecke vor sich hat. Man kann auf der Karte kann man nach Gyrokoptern auch dann filtern. Das ist eigentlich schon mal ganz cool, das ist auch ganz nützlich. Und
Da gibt es eine nächste Kampagne, sehe ich gerade. Die mit Y gekennzeichnet ist. Aber erstmal möchte ich jetzt diesen Außenposten befreien. Die liegen auch irgendwie scheinbar ganz schön nah beieinander. Die kann ich nämlich danach eben dann überfliegen. Wie man hier sieht, ist auch ganz cool gemacht. Ich gehe mal eben in den Sinkflug. Muss man, wenn man zu Fuß unterwegs ist und nicht so ein Glück hat wie ich und so ein Gyrocopter fliegen kann, muss man hier ein bisschen klettern. Das macht auch ganz viel Spaß. Gibt auch, um den einen oder anderen Glockenturm zu erreichen, coole Klettermissionen, wo man ein bisschen Spaß bei haben kann. Das macht ganz schön Laune. Ansonsten bleibt zu Far Cry 4 eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach extrem lustig, dieses Spiel. Das ist eine coole Grafik. Mit GTA natürlich nicht zu vergleichen. GTA ist auch eines meiner Favoriten, wenn es um Games geht. Aber Far Cry ist halt wirklich so eine Story dahinter, wo man sagt, okay, das ist auch cool, wir können mit dem Gyrocopter einfach so durch die Dings fliegen. Und da wurde ich schon entdeckt. Ja, das macht nichts. Schalten wir den einfach aus. Laufen weiter. Wer kommt denn jetzt? Nächstes Karma-Ereignis. Ich muss so ein gutes Karma haben. Eigentlich müsste mir das Glück so zufliegen. Werde ich überfahren. So. Ich empfehle immer, wenn man einen Außenposten übernehmen möchte, dass man sich diesen Folien ganz genau anguckt. Mit der Kamera, die ist eigentlich... Oh jo, er fährt einfach rein. Und jetzt kommt Verstärkung gleich. Super. Freue ich mich immer drüber. Da habe ich doch gerade den mal gesehen. Okay, auf die Distanz super Headshot gegeben. So, ihn habe ich jetzt auch noch. So, und dann... Ah, da oben rennt noch einer. Da oben sind sogar noch mehr Leute, ne? Das sind ja diese sogenannten Jäger. Kommen da hinten die nächsten. Hoffentlich halten meine Kompagnons hier auch. Scheinbar nicht so. Haben die scheinbar nicht so viel Lust drauf. Aber ist kein Problem. Wir können uns ja bekanntermaßen selber heilen. Finde ich auch eine super Funktion hier. In dem Spiel macht das Ganze auch noch sehr realistisch. Legen wir uns einen Verband um und sind geheilt. So, hier muss jetzt irgendwo einer hocken. Kannst du mal sterben? Ja, ist okay. So, schieb mal wieder einen Knochen rein. Dann sind wir schon geheilt. Hab ich da auch keine Munition mehr für? Doch. Wollte schon sagen. Ey. Wollt ihr eigentlich alle diesen Nazi? So. Der war aber gerade noch nicht da. Man langt sie auch mal. Wieso können sie auf mich zielen und mich sehen, wenn ich das nicht kann? Und ein bisschen näher an die rankommen.
Oh, ich würde am liebsten mal eben auf dem Elefant schießen. Die flippen dann nämlich komplett auf. So, irgendwo muss noch einer rumkommen. Ah, der ist da hinten. Einer mit einer Granate hier. Ja, so macht das Leben auch Spaß. Ah, nee. Runtergefallen, das war super. So, wir haben Außenposten befreit, ganz ehrlich, eine coole Nummer. Ich finde das ja mit dem Heilen ein bisschen schlecht. Ich finde, man sollte so Medipacks einbauen oder so. Ja, meine Güte, ist aber leider nicht so. Man kann halt eben auch nicht alles haben. Cool finde ich halt eben auch in Far Cry, dass man hier so die Körper so durchsuchen kann und nicht, dass die, wie zum Beispiel in GTA, alles irgendwie verlieren, so ihr Geld, und dann liegt da alles irgendwie offen auf der Straße. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Ja, ein schießen jetzt gerade irgendwie da auf den Dings. So, jetzt gehen wir da drauf. Die flippen nämlich komplett. Ne, die flippen doch nicht aus. Ja, letztens eins zum Ausflippen war ganz cool. Brauchte ich gar nicht machen, außer warten, bis ich dann den Außenposten befreit worden ist vom Elefanten. Und das wurde mir aber gut geschrieben. Was hat der hier noch so bei sich? Kegelwerfer. Wollt ihr was zur Herstellung? Ich kann mir neue Fähigkeiten erwerben, wie man sieht, bin ich auch gar nicht mal so weit. Was brauche ich denn zur Herstellung? Wo brauche ich einen Elefanten? Bärenhaut, Schneeleoparden. Ne, brauche ich gar nicht. Cooles. Es gibt eine Fähigkeit, die heißt Elefantenreihen. Dann kann man tatsächlich da drauf klettern. Und auf L kann ich mit L kann ich ihn bewegen mit dem linken Stick, mit dem rechten Stick kann ich stürmen und schlagen, wenn ich drauf trete. Gucken, ob der mir jetzt folgt. Die können auch da. Elefantenkill. Na? Da wo bist du? Und da musst du noch sein. Da gesehen? Das sieht schon ziemlich geil aus. Und hier muss noch irgendwo einer. Da. Ja. Wir können uns einfach mal eben. Das bringt leider nichts. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Das macht schon ziemlich Spaß hier mit so einem Elefanten. Das muss man schon sagen. Ich bedanke mich, mein treuer Freund. Der greift mich nämlich nicht an. Meine ich zumindest. Oh, der ist eine Raubkatze. Kommt ein helles Mal. Park ans Zorn. So. Haben wir leider hier meinen guten Freund, den Verkäufer und Ankäufer, getötet. Diese Gepardin, Schneeleopard, was auch immer das sein mag. Sammeln wir noch ein bisschen Geld ein. Was haben wir hier für Waffen? Oh, hier haben wir einen Raketenwerfer. Nee. Dafür gebe ich dann lieber die Schrotflinte auf. Nee. Da haben wir. Boah, geil. Ich kann also mal so ein bisschen Action damit machen. Das ist ganz cool. Elefant hat doch keine Angst. So, was haben wir jetzt hier? Ja, dann können wir eigentlich nichts mehr herstellen. Ist das so ein Gegner? Ne.
Macht auf jeden Fall schon ziemlich Spaß. Ja, damit verabschiede ich mich mal ein bisschen gezeigt, was man machen kann. Kann ein Adler auf mich zukommen. Wie sieht das aus, wenn ich die da hochschieße? Schon ganz cool. Ne, verpufft nur. Hier war doch gerade irgendwo noch ein Adler. Adler sind auch ganz lästige Tiere, die sehen dich und stürzen sich auf dich, ne? Letztens einen so getötet. Auch ziemlich coole Aktion gewesen. Ja, die nehme ich lieber nicht, aber so, also damit verabschiede ich mich auch schon von diesem Let's Play. Kann man wirklich nur empfehlen, Far Cry 4. Abonniert den Channel. Kommen auf jeden Fall immer wieder neue Videos zu Far Cry, jetzt auch dann schnellstmöglich zu GTA. Machen wir mal ein bisschen Action, machen wir ein bisschen Krawalle. Noch ein paar Demos durchzocken, PT-Demo steht auch im Plan. Da gibt es ganz viele Videos. Abonniert den Channel, liked die Videos, schreibt Kommentare. Oh, den können wir aber noch eben vernichten. So wollten wir das doch. Multikill, dreimal neue Fähigkeiten erlernt. Super. Das zum Abschluss von so einem Video, ist doch super. Alles klar. Wie gesagt, abonniert den Channel, drückt Daumen hoch, schreibt Kommentare, alles mögliche, vielleicht Wünsche für Spiele. Wir werden versuchen, möglichst viel zu realisieren. Demnächst wird auch dann der ein Kollege von mir, der Michael, mitmachen und dann in diesem Channel mit aktiv sein. Bis dahin, tschüss.